Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und heute mit einer Ankündigung für ein neues Format. Und zwar ein Format, was sich nur um euch drehen soll. Ja, ihr habt es ja an der Thumbnail-Farbe schon gesehen, türkisgrün, neues Format, neue Rubrik. Und diese Rubrik soll heißen Camper Stories. In dieser Rubrik geht es um euch oder soll es um euch gehen? Was ist die Idee dahinter? Ich zeige euch ja auf den Messen immer diese Roomtouren oder seit letztem Jahr halt und werde das auch weiterhin tun. Ist auch total interessant, neue Fahrzeuge vorzustellen, neue Grundrisse etc. Und lasst da ja gerne die Hersteller direkt zu Wort kommen. Und wenn keiner da ist, stelle ich das selber vor, gar kein Thema. Und das ist ja auch absolut okay. Aber der Hersteller will verkaufen und ich kann euch das Fahrzeug nur so insoweit vorstellen, dass ich schildere, was ich da sehe, ne? Und wie es sozusagen zu handhaben ist, aufgrund meiner Erfahrung. Aber ihr habt ja auch eine Menge Erfahrung. Und zwar eine super große Erfahrung. Also Wahnsinn. Ich telefoniere ja auch hin und wieder mit Fans von mir und erörtere das ein oder andere oder mit Herstellern, stelle ich fest, dass es da eine ganze Menge Wissen gibt da draußen. Mit ganz vielen interessanten Stories auch. Es ist ein Unterschied, ob ein Verkäufer ein Fahrzeug vorstellt, der er verkaufen möchte, ist auch legitim, alles nichts gegen einzuwenden, oder ich, der ja nur aufgrund meiner kleinen Erfahrung so ein Fahrzeug vorstelle. Da ist schon deutlich mehr Know-how bei einem zu finden, der so ein Fahrzeug ja vielleicht schon ein paar Monate, ein paar Jahre bewegt. Der hat ja auch vielleicht individuelle Einbauten getätigt, die andere wieder anders machen und so weiter und so fort. Und da würde ich euch gerne zu Wort kommen lassen. Und deshalb dieses Format Camper Story. Immer wenn ich unterwegs bin, treffe ich auf so super nette, super interessante Menschen, die auch wirklich was zu erzählen haben. Und wenn es nicht vom Fahrzeug ist, von ihrem Werdegang als Camper, ja, wie sie zum Campen gekommen sind, irgendwelche spannenden Stories, die sie erlebt haben und so weiter. Ja, und die würde ich gerne dokumentieren. Diese Camper-Stories-Berichte werden sicherlich immer längere Filme sein, also ab 30 Minuten aufwärts. Deshalb, ja, holt euch einen Kaffee, nehmt euch ein Bierchen oder einen Wein oder einen Tee, was auch immer. Lehnt euch zurück und erfreut euch an die wirklich tollen Menschen, die ich da euch zeigen möchte. Ein paar habe ich schon interviewt, also das geht jetzt auch sofort los. Aber natürlich, wenn ihr möchtet, meldet euch bei mir. Meldet, wenn ihr mich seht, stehe neben euch, quatscht mich an, schreibt mich an, per E-Mail, per WhatsApp, per privater Nachricht, bei, keine Ahnung, Facebook, Instagram und so weiter. Ihr könnt mich auch anrufen, dann machen wir ein Date aus und ja, und dann finden wir uns schon zusammen. Vielleicht ist das Date auch erst in 6 Monaten, aber das spielt ja keine Rolle. Seid ihr in der Nähe, ne? Oder ich komme zu euch, ich bin sowieso, sagen wir mal, im Hamburger Raum, ne? War ich jetzt gerade, hätte ich sicherlich, hätten wir sicherlich einen Weg gefunden. Ja, ich hoffe, das Format kommt bei euch an. Also ich glaube, das ist einfach eine tolle, tolle Geschichte. Hab gerade, also der nächste Bericht, der euch in dieser Rubrik begegnen wird, wird Hermann sein mit seinem T2-Bulli. Toller Typ, fährt schon seit, keine Ahnung, 100 Jahre mit seinem Bulli durch ganz Europa. Wahnsinnig netter, toller Kerl. Oder der Roland, der mit seinem Dreamer, obwohl er auch einen Bulli hat, aber seinen Dreamer vorstellen möchte oder wird. Und so weiter. Ich hoffe, das ist interessant für euch. Gebt mir da sehr viel Mühe, tolle Menschen für euch zu finden oder für uns zu finden. Und wenn ihr Lust habt, macht doch einfach mit. Ich würde mich super freuen und ja, wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Wetter wird jetzt besser. Geht raus, genießt das Leben und habt eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.